Hoje vamos ler Lucas 5, 8, 9 e 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Als Simon Petrus dies sah, warf er sich zu den Füßen Jesu nieder und sagte: Herr, weiche von mir, denn ich bin ein Sünder. Denn beim Anblick des Fangs erfasste ihn und seine Gefährten Bewunderung, sowie Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die seine Partner waren. Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht, fortan werden ihr Männer fangen. Aber Simon Petrus sah fiel er zu ihm Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte er erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, der sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen, Teilhaber von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Und nun wirst du Menschen fangen.